Ja, hallo Leute, hier ein neues Video zum EKG-Projekt. Hier nochmal die drei Teile, die bestellt wurden und geliefert wurden. Das ist einmal der Arduino Uno. Das ist ein kleiner Arduino, der recht günstig aus China bestellt werden konnte für unter 5 Euro mit Fracht. So, dann haben wir das Herzstück ist eigentlich das hier. Das ist das EKG-Modul, was eben hier, da wird ein solches Kabel angeschlossen, wie ihr das hier seht. Und dieses Kabel, das hat drei Anschlüsse für so EKG-Pads. Die sehen so aus. Davon habe ich 50 Stück direkt mitbestellt, weil wenn man die benutzt hat und abzieht, dann ist die Klebewirkung normalerweise hin und man braucht ein neues Pad. Ob man das irgendwie verbessern kann, dass man die nochmal benutzen kann, das weiß ich nicht. Also dieses Kabel, das wird hier so aufgesteckt und dann kann man EKG messen. Wie gesagt, das habe ich ja auch schon ausprobiert mit dem Oszilloskop. Und dann haben wir hier noch das SD-Kartenmodul. Auf die SD-Karte soll gespeichert werden. Dabei ist die Ansteuerung dieses SD-Kartenmoduls eigentlich relativ einfach, aber die Formatierung der SD-Karte, dass das hiermit funktioniert, das ist gar nicht trivial. Okay, diese Platinen, die stecke ich jetzt hier auf ein solches Breadboard. Und zwar, das mache ich hier. Das sieht man hier vielleicht. Schauen wir einmal. Und zwar wird das hier so aufgesteckt und dann ist die Platine hier zugreifbar. Das mache ich am besten noch einen weiter unten. Dann haben wir oben eine Leiste mehr. Obwohl, das ist schon ganz unten. Ne, das ist schon ganz unten. Also, dann haben wir hier eben ab dem der zweiten Leiste hier, da geht's los und das mache ich hier genauso. Hätte ich hier diesen Pin nicht so eingelötet, sondern da unten, dann hätte man das auch so schön reinsetzen können. Das ist jetzt zu spät. Jetzt müssen wir das hier auch so einstecken und das machen wir genauso, dass wir da auch noch einen frei. So sieht das Ganze jetzt aus und den Arduino, den möchte ich hier so an der Seite legen. Fahren wir hier mit ein bisschen in die Mitte. Der Bereich, der interessiert mich so, das ist der Bereich, in dem der von Interesse ist. So, dann habe ich hier noch liegen einen 330 Ohm Widerstand, zwei Leuchtdioden und einen kleinen Taster. Die werde ich dann später hier noch anbringen. Fangen wir jetzt erstmal mit der Verdrahtung der SD-Karten, des SD-Kartenmoduls an. Und zwar hat die SD-Karte hat hier drei wichtige Signale. Und zwar, das ist das Signal MISO, SCK und MOSI. Und mit denen kommuniziert das mit dem Arduino. Das heißt, wenn wir jetzt hier, das ist Ground, dann kommt das Signal MISO. Da stecke ich jetzt einmal einen hier ein. Und dann haben wir das Signal MOSI. Ich nehme jetzt hier dieselben Farben, Orange. Ist nicht so, dass der Weisheit letzter Schluss, aber sei es drum, da kommen wir schon mit klar. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, SCK kommt an D13, aber wir fangen ja mit MISO an, wenn ich das richtig sehe. So, meine Augen sind nicht mehr so die allerbesten, deswegen müssen wir hier ein bisschen dichter ran. MISO, SCK, MOSI. Ja, MISO ist das erste Signal. MISO wird mit D12 verbunden. D12, das haben wir hier. Und zwar, das hier ist 8, 9, 10, 11, 12. Da kommt er rein. Und dann guck mal da von oben drauf und dann sieht man auch, das ist richtig. So, das war jetzt das Signal MISO an D12. Dann haben wir hier das Signal SCK.
da seht ihr SCK und das SCK, ich guck mal nach, vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen zoomen. Dann muss ich das hier ein bisschen verschieben, so seht ihr das vielleicht besser. Und dann haben wir hier das Signal SCK, das ist dieses hier, was da mittig drin hängt. SCK kommt an D13, das ist einer neben 12, also ist es der hier. Und dann haben wir noch das Signal MOSI und das kommt an D11, also da drunter. So, dann haben wir schon mal die wichtigsten Signale dieser Karte verbunden. Dann gibt es hier noch weitere Sachen, die verbunden werden müssen. Spannung, das machen wir zuletzt, aber wir haben noch das Signal CS. Das CS, das ist hier eine neben dem MOSI und das ist Chip Select, wird das auch genannt. Und da kann ich mir jetzt überlegen, wohin ich das verbinde. D13 ist die letzte. So, dann haben wir hier D11, 10, 9, 8. Und hier unten haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei für andere Aufgaben. Ja, ist zu überlegen. Wir machen es einfach mal an 11. Und dann wird das hier mit dem CS verbunden. Das muss man in der Software hinterher dann die Karte, muss man auch sagen, dass die Karte auf 11 liegt, Adresse 11, damit die so angesteuert werden kann. So, dann haben wir die Karte hier verbunden. Dann machen wir jetzt noch die Plus- und Minus-Strecken. Ich habe mir Folgendes überlegt. Hier unten möchte ich 3,3 Volt plus haben, da oben 5 Volt und die Ground, das sind dann die blauen, die sind dann mit Ground verbunden. Das heißt, Ground nehme ich allgemein blaue Kabel und dann haben wir hier zweimal Ground und zwar einmal hier, den packen wir dahin und dann haben wir noch einen Ground, den haben wir da. Und den packe ich auch dahin. Nein, der passt da nicht. Dann machen wir daneben. So, dann habe ich die beiden Grounds hier verbunden. Und dann schauen wir mal, was haben wir noch? 5 Volt und 3,3 Volt haben wir. Da nehme ich zwei rote Kabel. Das heißt 3,3 Volt. Das ist dieser hier. Das ist dieser hier. Der wird danach da unten verbunden. Also hier an diese Schiene und der andere, der 5 Volt, das ist der hier, den machen wir hier oben auf die Schiene. So, dann haben wir die SD-Karte komplett verbunden. Die Verbindung des Arduinos mit den Plus- und Ground-Verbindung, die mache ich am Ende. So, jetzt haben wir hier zwei Verbindungen. Und zwar von dieser Platine hier, LO- und LO+. LO- soll an D9, das ist der hier, und D8. Und da sieht man, die könnten ein bisschen kurz werden, obwohl das geht noch. Ja, okay, das geht. Dann haben wir hier den D8 sollte... Die 10 habe ich da genommen. Ich mache es aber jetzt anders. Ich habe ja hier die 10 für den Chip Select genommen. Also machen wir hier den 9er auf den LO+. Die Richtung dieser Anschlüsse ist eigentlich völlig egal, weil die werden einfach nur abgefragt und beide müssen halt ein vernünftiges Signal haben, um damit zu signalisieren, dass korrekt gemessen wird. So, jetzt haben wir hier die Ports alle verbraten. Ich ändere das mal gerade hier ab. Das haben wir D8 und D9.
Und dann haben wir den CS an D10. Muss man bei der Software später drauf achten. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Teil verbunden. Wir haben hier einmal den 3,3 Volt bei dieser Platine. Das hier ist Ground und daneben ist 3,3 Volt. Also gehen wir hier in den 3,3 Volt und ziehen das hier unten runter, weil da sollen ja die 3,3 Volt hin. So, dann haben wir einen Ground. Das ist der hier. Und den kann ich jetzt einfach hier runter ziehen. Da muss ich ein bisschen gucken, dass ich auch den richtigen nehme. Das müsste der sein. Dann muss ich nicht da hoch ein Kabel ziehen, weil da ist auch Ground. Gut, dann haben wir Ground 3,3 Volt, LE Plus, LO Minus. Und dann gibt es noch ein Signal hier zu A0. Das machen wir, gucken wir mal, ob wir mit einem kleinen Kabel hinkommen. Jo. So, der Output, der liegt hier so mittendrin. Das heißt, wir müssen da reinstechen. Und das wird hier mit A0 verbunden. Dann sind die Platinen verbunden, auch mit der Spannungsversorgung. Jetzt kommt die Spannungsversorgung an den Arduino. So, da schauen wir jetzt, was für Kabel wir nehmen. Müssen wir gucken, ob wir mit kurzen Kabeln für die Plus- und Minus-Sachen hinkommen. Wir haben hier beim Arduino, da gibt es hier 5 Volt, 3,3 Volt und Ground. Die brauchen wir. Das heißt, wir fangen mit dem 5 Volt Signal an. Da kommt das obere, ist unbelegt und dann kommt 5 Volt. Wir können also da den Pin reinstecken. 5 Volt. Na komm. Und den legen wir hier oben auf die obere Schiene. So, dann haben wir den 3,3 Volt. Der ist 2 daneben. Neben dem 5 Volt dann kommt Reset und daneben ist er. Schauen wir uns das an. So, ich habe den in den falschen gesteckt, sehe ich gerade. Da muss er rein, 5 Volt. Und dann haben wir hier den 3,3 Volt Stecker und den packen wir hier unten auf diese Schiene. Dann haben wir plus 5 und 3,3 Volt verbunden und dann haben wir Ground auch hier unten liegen. Das heißt, da hört dieser Stecker auf und dann ist das V-In und Ground. Also nehmen wir den zweiten hier und packen den einfach hier unten auf die Schiene und die dann verbinden wir hier das Ground von oben nach unten und damit haben wir das fertig. So, jetzt die Sachen, die jetzt kommen, die muss ich mit längeren Kabeln verdrahten und zwar die Leuchtdioden und den Taster. Das mache ich jetzt der Einfachheit halber ruhig hier ein bisschen drüben. Man sieht hier die Leuchtdiode, die hat hier einen langen und einen kurzen Draht. Der lange Draht, das ist die Anode, da kommt das Plussignal ran, die kleine kurze ist die Kathode. Ich setze die so ein, dass die Anode nach links kommt und dann packe ich die hier so rein. Die zweite, die setze ich genau andersrum. Das heißt, die Kathode nach rechts, nach links. Obwohl, muss man das? Muss man eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt so. Okay, und dann haben wir hier einen Widerstand. Den verdrahte ich jetzt hier, die Kathode, dann an die Minusleitung. Die Minusleitung, ich muss aufpassen, diese Leitung hier, die sind jetzt damit nicht verbunden. Ich muss also in diesem Bereich hier bleiben. Dann machen wir das so. Und dann setze ich den Taster daneben, damit er nicht zu weit nach links kommt. Das heißt, den machen wir hier hin. So.
So, dann haben wir hier den Taster und diese Leuchtdiode. So, die Kathode der ersten Leuchtdiode ist schon verbunden und ich verbinde das jetzt ruhig mit einem blauen Kabel, die Kathode der zweiten Leuchtdiode mit der Kathode der ersten. So, dann sind die Kathoden verbunden und jetzt müssen wir noch die Verbindung zum Arduino schaffen. Also wir haben hier jede Menge Datenleitungen offen, das heißt D2 und D3, die möchte ich mit längeren Kabeln verdrahten. Die suche ich mir gerade hier raus aus meiner Grabbelkiste. Gar nicht so einfach, ich habe hier noch einige, da sind nur längere Kabel drin. Die sollen auch nicht zu lang sein. Gucken, welche Länge haben wir jetzt hier? Ja, die sind ungefähr gleich lang. Das heißt, hier haben wir jetzt die Anode Nummer 1. Das Kabel reicht schon mal nicht. Und dann müssen wir ein längeres Kabel nehmen. Gucken, ob wir irgendwas zwischen den Kabeln haben, die ich jetzt hier noch habe. Es sind nur zwei von dieser Länge, dann nehmen wir die. Das haben wir einmal, das Kabel hier, jetzt seht ihr hier ein ganz langes Kabel. Das machen wir auf den Pin Nummer, auf die D2. Das hier ist USB bzw. RXTX und dann kommt das dahin. Und die zweite Leuchtdiode, die hat dann hier ihre Anode und die machen wir auf den Pin D3. So, die den Taster. Ich habe im Moment kein kurzes blaues, doch ich habe noch ein kurzes blaues Kabel gefunden. Also hier der Minuspol, den verbinden wir dann hier mit dem Taster auf der einen Seite und für den Taster gucke ich mal, ob ich nicht eine andere lange Farbe habe. Jo, da haben wir Orange, dann nehmen wir das und zwar das ist dann so, jetzt hat er gefasst. So, und das wird dann D4. So, schieben wir das mal ein bisschen zurecht. Verdrahtung ist soweit fertig. Ich kann jetzt den Arduino zum Beispiel mit einer solchen Powerbank hier verbinden und kann ihm den Saft geben. Über ein solches Kabel und dann kann man das einfach hier reinstecken und dann fängt auch die erste Leuchtdiode direkt an zu leuchten. Aber das Programm, was da jetzt drauf ist, ist zwar ungefähr das Richtige, aber nicht mehr ganz richtig, weil ich andere Ports genutzt habe. Das muss angepasst werden. Und hier, da kann man dann das EKG-Kabel reinstecken. Dann nimmt man diese Pads, setzt die hier drauf. Das dritte, na, wo ist es hingerutscht? Da haben wir es. So, die haben auch Bezeichnung. Und zwar, wir brauchen das rote und das gelbe. Das rote ist rechts. Das kommt dann also, wenn ihr von euch schaut, rechts auf die Brust. Das hier kommt links auf die Brust. Das links vom Herzen, das rechts vom Herzen. Und dieser, der heißt auch R, der kommt dann rechts, aber etwas weiter unten.
Und damit habt ihr dann das EKG verdrahtet und das Programm, da bin ich dran, das ist eigentlich so gut wie fertig. Das speichert dann das Programm, die Kurve auf der SD-Karte. Über den Taster kann man einmal Folgendes machen. Einmal kann man das Programm überhaupt starten. Dann zählt er erstmal hier ein bisschen, blinkt er ein bisschen rum, dass man weiß, okay, es geht gleich los. Und dann legt er los und dann blinkt die eine LED hier ganz schnell. Und dann kann man das auch wieder damit stoppen. Dann die SD-Karte rausnehmen, am PC bearbeiten und die Software dafür muss eben auch noch geschrieben werden. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.